Ja, ich bin jetzt 6,9 Kilometer von Groß-Gerungs entfernt. Es geht nach Abesbach, von Abesbach über Altmelon. Also nach Abesbach sind es noch 4 Kilometer. Es geht bis auf 895 Meter hoch. Das muss ich schaffen. Und dann geht es allmählich runter. Ja, mal schauen. Es ist jetzt wirklich hart. Diese letzten Kilometer, also bis zum Ziel noch 65 Kilometer. So, das erstmal von hier. Ich mache die Kamera aus, weil die Technik nicht mehr funktioniert. Vorne meine Ladestation geht auch nicht. So. Ja, 10% Steigung. Und Ansteigung. Das geht betreten nicht, da habe ich echt, da fehlt mir jetzt die Kraft. Ich schiebe. So, also durchwandere ich das Waldviertel mit Geduld und Spucke. Ja, war der Sesselbühl mit 832 Metern, dann gibt es den Hochbühl mit 846 Metern. Also es geht schon ganz hoch. Und bei Abesbach ist der Steinberg mit 888 Metern. Ja, das sind schon ordentliche Höhen. Und hier sind wir in Abesbach. Ja, in Groß-Gerungs habe ich dann auch meine Bremsbeläge getauscht. Denn ich habe dann auch gemerkt, es hat auch nicht mehr gebremst. Die waren völlig runter. Und tja, das war schon etwas gefährlich. Na gut, nun können die Gefälle kommen. Ich habe neue Bremsen. Ja, hier muss ich mächtig treten. Hinter Abesbach ist dann die Bildstockhöhe mit 858 Metern. Dann haben wir noch den Abesberg mit 888 Metern. Trotz des schönen Wetters heute mache ich keine Experimente. Ich fahre weiter über die B119. Und jetzt komme ich nach Altmelon. Thank you.
Ja, der angebotene Fahrradweg, der hat dann auch noch eine Steigung bis zu 901 Meter. Das erspare ich mir. Ja, kleinen Pertenschlag. In Altmelon ging es richtig hoch über den Galgenberg. Tischeck, also 920, 872. Ja, und hinter Klein Pertenschlag geht es auch nochmal ordentlich hoch. Die drei Baumauer mit 902 Metern. Aber die Landschaft ist fantastisch. Das Waldviertel gefällt mir sowieso sehr. Ich liebe dieses Waldviertel, aber zum Fahrradfahren würde ich mal sagen, ist es schon ein bisschen schwierig, insbesondere mit so viel Last, die ich mit mir schleppe. Ja, glücklicherweise geht es dann auch mal runter. Wir fahren weiter Richtung Grein. Hier links geht's nach Bärenkopf. So richtig hoch, aber das machen wir ja nicht. Ja, das sind dann alles schon Höhen. Blicke nach links, da liegt es dann schon über 900 Meter, 950. Ja, wunderschön. Wunderschöne Landschaft. Die B119 lässt sich auch sehr gut fahren. Wir sind in Linden. Ab hier geht es dann schon zunehmend abwärts.
Wir kommen nach St. Georgen im Walde. Es ist ruhig hier. Schon die Kirche von St. Georgen im Walde. Und hier möchte ich gerne anhalten und meinen Akku etwas nachladen. Ich habe auch etwas Hunger, würde gerne etwas zu Mittag essen. Aber ja, es gibt hier einige Restaurants, aber alles hat geschlossen. Ich würde mir auch gerne eine Telefonkarte kaufen, eine Prepaid-Karte für Österreich. Hier an diesem Traffic halte ich. Aber auch dieses Geschäft ist geschlossen. Alles hat zu. Ja, und wie mir gesagt wurde, haben am Montag die Geschäfte ab mittags geschlossen. Ja, und von Georgen am Walde geht's abwärts. Sind noch 20 Kilometer bis Grein. Und hier geht's fast nur abwärts. Das ist eine Entspannung, obwohl ich auch ganz schön natürlich intensiv die Bremsen betätigen muss. Ja, wir sind also an der Donau und hier ist die Landschaft flach. Keine Steigung mehr, alles entspannt. Na klar, es war zwar jetzt nicht der kürzeste Weg, aber der entspannteste, bequemste. Thank you.
Das ist dann St. Nikola an der Donau, Nikolauskirche, St. Nikola. So, jetzt mache ich eine Pause. Ich sitze im Strudengauhof in Sammenstein. Ich bin von Groß-Gerunds die 119 runtergefahren nach Krain und fahre jetzt Richtung Ips an der Donau. Es ist so gesehen eine sehr schöne, angenehme Strecke. Und das ist hier der Blick auf die Donau. Zur Abwechslung mal ein hübscher Fahrradweg. Dieser hier direkt an der Donau ist ein wenig klapprig, macht aber nichts. Da im Hintergrund kann man schon die Donaubrücke sehen, die rüber nach Ips führt. Und links den Hügel mit der Kirche ist dann das Hofamt Priel. Dahinter liegt Persenbeug. Über diese Brücke muss ich. Links also Hofamt Priel. Ich muss jetzt links hoch, finde aber keine geeignete Abfahrt hier. Also muss ich ein wenig gewagt über die etwas hohe
Bordsteinkante. Naja, es war knapp. Der Anhänger hing etwas schief mit der Last. Wenn der gekippt wäre, das wäre nicht so aufregend gewesen. Ja, aber es ging gerade noch so gut. Jetzt also hier hoch. Das heißt ja alles hier auch Strudengau. Der Strudengau, der zog sich schon von dem Restaurant bis hierher. Das ist ein Gau, so mit einigen Grünflächen entlang der Donau. Es sind nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel. Hier fängt schon Ips an. Ich fahre auf der B25, müsste aber eigentlich links rüber und dann den Donauradweg entlang. Das mache ich nicht. Ja, die Straße ist für Fahrräder eigentlich verboten, ausgenommen sind Rennräder. Ja gut, ich bin jetzt mal ein Rennrad. Das ist ja schon ein bisschen stressig hier auf dieser Straße. Es wäre bestimmt besser gewesen, da den Donauradweg lang zu fahren. Aber gut, ich will jetzt einfach schnell nach Annatsberg.
Wir fahren weiter Richtung Wieselburg. Bleiben auf der B25. Wir fahren über die Ips. Dann geht's doch noch mal ziemlich unangenehm aufwärts, hier kurz vor der Autobahn.
vor uns schon die Autobahnbrücke. Hier nochmal ein Kreisverkehr. Hier so einige Sachen, die mir unbekannt sind aus früheren Zeiten. So, Richtung Petzenkirchen. Hier die Autobahnbrücke. Ja. Da geht es nun ziemlich unangenehm hoch. 5 Kilometer. Und ich stoppe auch gleich die Kamera. Es sind noch 5 Kilometer bis Annalsberg. Und ich schiebe erst mal wieder